So, Blutung stillen. Ich gehe davon aus, dass ja unsere Kollegen da sind. Da kommt sie doch schon. Nee, ist sie das? Ist sie das? Ist sie das? Hilft sie mir? Hilft sie mir? Nein, sie hilft mir nicht. Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Division 2 Warlords of New York hier bei mir auf dem Kanal. Ich heiße euch recht herzlich willkommen und es ist wieder mal Freitag. Wir spielen den Feierabend-Play. Das heißt, wir werden hier mal ganz geschmeidig hier über die Map laufen in New York und ein bisschen den Menschen hier Sicherheit geben, damit sie wieder nachts ruhig schlafen können. Und da habe ich mir gedacht, wir gehen hier rüber in Two Bridges und dann werden wir uns die beiden Kontrollpunkte, die hier sind, schnappen. Und auf dem Weg dahin gibt es ja auch ein bisschen was zu tun. Also lasst uns loslegen mit dieser Territoriumskontrolle. Da wollen wir mal uns gleich mal als erstes ein bisschen einmischen. So, los geht's. Da geht's raus. Zivilisten in Gefahr. Jo, das habe ich gehört. Und deswegen sind wir ja auch unterwegs und wollen ein bisschen helfen. Links geht's raus. Schubidu. Oh, es ist Tag. Gut, umgestellt auf G36. Und auf jeden Fall mal kurz nachladen. So, ich habe die Sucherminen dabei. Dann wollen wir mal schauen, dass wir die heute wieder richtig schön effektiv einsetzen. Oh, wir haben ein bisschen zu laufen. Da geht's runter. Okay. Jupp. So, okay, dann schauen wir mal ganz kurz. Ja, ein bisschen Weg ist noch, aber wir wollen aufpassen, dass wir hier nirgends reinrennen. So, ich schaue jetzt gerade mal. Haben wir da oben die Kiste schon mal runtergeholt? Ah, nein. Okay. So. So. Aha. Okay. Da drüben stehen die Jungs. Ja, wir brauchen eine bessere Position. Ich bin gerade am Überlegen. Eine bessere Position. Okay. Okay. So, komm raus, komm raus. Ja, kommt da irgendwas? Nein. Registriere zusätzliche Feindkontakte. Ja, das freut mich, das freut mich. Viel Feind, viel eher. Okay, komm, komm, komm. Ah, da oben springt auch einer rum. Dann kümmern wir uns um den hier. So, ich hoffe, das ist ein bisschen laut. Laut, laut. Ich mach's ein kleines bisschen lauter. So. Ah ja. Ja, dann gehen wir mal ein bisschen näher ran. Schlüssel entdeckt. Sehr schön. Zack. Und da hoch. Boah. Wenn ich nur auch noch so drauf wäre wie der Kollege hier. So, da haben wir das Kiste. Kiste nehmen wir mit. So. Umgebung ist gesichert. Das will ich hoffen. Dann schauen wir mal, wo unser Kontrollpunkt ist. Yep. Augenblick. Da ist die Moon.
Sudele. Ah, ja, das ist das mit der Brücke. Ja, da können wir jetzt wieder da hochgehen. Augenblick. Geht's da hoch? Ja, okay. Ah, zack. So. Nein, in die... Agent braucht Verstärkung. In die Butze können wir nicht... Aber wir können jetzt schon mal die Verstärkung holen, die Alliierten in der Nähe. Weil die werden wir definitiv brauchen. So. Verstärkung unterwegs. So, Freunde. Verstärkung 177 Meter noch im Anmarsch. Ich hoffe, ihr lasst mich hier nicht ganz alleine. So, schnappt ihr den da vorne. Der wirkt ein bisschen... Ja. Oh, da oben ist auch einer. Der macht mir gar keine Freude. Ist er irgendwas zum Explodieren zu bringen? Nein, leider nicht. So, die Jungs kommen aber jetzt zügig ran hier. Noch 56 Meter müssten jetzt eigentlich auch da sein. Na, wo sind sie denn? Na, wo sind sie denn? Ach, die springen da ja mitten rein. Okay. Ja, dann werde ich mich wohl auch im Buschen einmischen müssen. Das wird wohl nicht anders gehen. So, da ist einer. Ja, und dann müssen wir, glaube ich, auf die andere Seite. Oh, da drüben. Ich mach das schon. Ach. Ja, klar. So. Da ist sie jetzt aber in einer besseren Position als ich. Rennt aber viel rum hier. Okay, okay. Oh, da oben. Oh, weg hier, weg hier, weg hier. Na? Sehr schön. Die sind aus dem Spiel genommen. Da haben wir noch welche. Oh, da kommen sie raus. Dann wollen wir doch denen einen freudigen Empfang hier bereiten. Oh. Bisschen muss ich aufpassen, was hier auf der rechten Seite passiert. Okay. Ah ja. Und dann mal hier ein bisschen raus. Ah ja, irgendeiner schießt von links. Okay, ich sehe dich. Links ist frei. Und jetzt haben wir rechts noch rein. Okay, nicht mehr. So, da oben kommt noch irgendwas raus. Oder auch nicht. Okay, Kontrollpunkt ist gesichert. Das heißt, jetzt wird der Gegenangriff gleich folgen. Sich nähern Feinde erkannt. Ja, das dachte ich mir. Ja, dann lass mal Munition. So, und die kommen von wo? Von da, okay. So, dann gehen wir mal ganz hoch. Da sind sie.
immer auf den Beutel. Und dann werfen wir mal hier was runter. Sehr schön. So, oh, 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 von da kommt was. Der uns gar nicht gefällt. So, klettert er hier hoch. Der kommt jetzt hier hoch. Ah. Ja, dann mal hinten auf. Genau da. Sehr schön. Da, die Flanke. Wie die Flanke. Ah, jetzt muss sie im Weg stehen. Ich deck dir den Rücken. Oh ja, richtig, richtig. Den Rücken decken. Und vor allen Dingen, was kommt jetzt von hier? Ach du Schande. Ah. Oho, irgendwie kommt irgendwas von überall. Ah ja. Und nochmal von da. Schwer gepanzerter Feind erkannt. Wo denn? Wie denn? Was denn? Ah, von da. Ja. So, die Fertigkeiten sind im Cooldown. Komm, komm, komm. Und jetzt raus mit dir. Mach mich stolz. So, da springt noch einer rum. Ja, sind noch nicht durch, sind noch nicht durch. Aber jetzt sieht es so aus, als hätten wir den Brooklyn Bridge Kontrollpunkt eingenommen. Sehr schön, das gefällt mir gut. Übungsfortsetzung. So, Vorratsraum. Zum Nachschubraum freigeschaltet. Ja, gerne, gerne, gerne. Da wollen wir doch mal schauen. Okay. Lass mal ein Dröhnchen hier wieder einpacken. Okay. So, ist da noch was? Da haben wir noch was. Okay. Und irgendwie da unten drin ist noch was. Das kannst du mir nicht nehmen. Was? Wie? Wer? Oh ja, da haben wir unsere Raketenwerfer. Da müssen wir übrigens ein bisschen besser aufpassen in Zukunft. Ihr habt bestimmt die letzte Folge gesehen. Da habe ich mich dann doch ganz schön damit selbst, ja, in selbstmörderischer Absicht sozusagen, habe ich das ganze Zeug verschossen. Irgendwo müsste doch jetzt, lass mich nochmal schauen. War da nicht vorhin irgendwas von wegen Patrouille oder so? Nee, doch da, oder? Okay. Nee. Okay. So, Freunde, wo ist denn hier der Chef? Der Capo. Wo ist der Capo? Da oben, oder? Yep. Jetzt nicht mehr. Ah, komm ich hin. Ah, stopp, stopp, stopp. Okay, hier aber. Jetzt ist er da oben. Bonsoir, bonsoir, Madame. Bei uns läuft's gerade ganz gut. Ja, das freut mich doch. Das lag aber vielleicht auch ein bisschen daran, weil ich euch geholfen habe, ne? Also bitte nicht. So, dann schauen wir doch mal, was wir als nächstes haben. Den nächsten Kontrollpunkt. Buh, da kommt das Safehouse. Hier haben wir, oh, eine Propagandasendung. Nehmen wir mit. Heute ja alles zum halben Preis. So. Oh, da drüben, da liegt hier auch noch. Abtrünniger Agent entdeckt. Okay, wo? Wo springt er rum? Wo springt er rum? Hm? Wo springt er rum? Okay, dann halt nicht. So.
Augenblick. War das nicht hier? War da nicht irgendwo eine Propagandasendung? Da? Oh doch, da unten stehen sie doch, die Jungs. Schwuppdiwupp. Ah. So. Oh, da muss ich ein bisschen aufpassen. Die werfen mit Zeug hier rum. Dann gehen wir mal da drüben hoch. So, die Drohne soll sich um den Kollegen da oben drüben drücken und kümmern. Noble. Ja, das wird doch. Und ich kümmere mich hier um ihn hier. Okay, sehr schön. So, haben wir da irgendwas? Ah ja. So, jetzt müssen wir doch bestimmt irgendwo wieder das Dingens hier ein- und ausschalten. Von welcher Seite? Oh, gar nicht oder was? Nee, hat sich wohl erledigt. Ne, das hat sich dann wohl erledigt. Dann gehen wir, was haben wir da drüben? Da haben wir einen Kampf, aber ich würde gerne da oben eigentlich zum Kontrollpunkt. Und da haben wir nochmal eine Propagandasendung. Dann düsen wir da mal hin. Sofern man hier überhaupt von Düsen reden kann. Na. Aha. Da oben war ich aber auch noch nicht drin. Okay. Geiselnahme in der Nähe erkannt. Ah, hätten wir nicht gebraucht. Okay. So, oh ja. Schockmunition. Geiselnahme ist wo? Sehen wir das? In der Nähe. Da ist der Kampf. Nee, wir gehen zur Propagandasendung. Obwohl da. Oh! Ah ja. Da tut sich was. Okay, da drüben springt noch einer rum. Okay. Und jetzt ist da drüben. Oh ja. Ja, dann nehmen wir doch. Das ist, glaube ich, der Kampf. Dann gehen wir da doch hin. Da brauchen die Jungs Unterstützung. So wie es aussieht. Oh ja, da war schon besetzt. So. So, okay. War's das? Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Nein. Okay, jetzt geht's hier links rum. Ach du Schande, da ist es wieder.
Ja, da bin ich denen sozusagen in den Rücken gefallen. So. Da gibt es ein bisschen was einzusammeln und es wird jetzt Nacht, Senorita. Ja, da drüben poppt auch was auf. Tja, wenn sie es sagt, wird es wohl so sein, ne? Ich habe da zwar irgendwie, ich vertrete da eine andere Meinung. Dieser Bereich wird untersucht. Es ist noch nicht zu spät, vorzutreten und sich zu melden. Jede unangemeldete Kontaminierung wird vernichtet. Ja. Von Feinden bewachter Ort erkannt. Da haben wir keine Deckung hier. Nee, da haben wir keine Deckung. Das ist alles nicht so gut. Da drüben haben wir... Kommen wir da hoch? Da kommen wir doch hoch. Sehr schön. Damit können wir arbeiten. So, da drüben springt noch jemand rum. Da kümmert sich unsere Drohne drum. Oh ja. Da steht jemand in Flammen. Okay. Dann mal schnell hin. Wir möchten daran erinnern, dass wir dies für das Allgemeinwohl tun. Die Stadt wird immer noch von der Seuche heimgesucht. Aber nur, bis wir alles dekontaminiert haben und etwas Neues aufbauen können. Okay, das oben ist eigentlich eine gute Position. Wie weit sind denn unsere? Ja, die sind auch okay, sehr schön. Hier spricht Conway. Von wo kommen sie? Von wo werden die kommen? Von dort werden sie kommen. Die Stadt ist so gut vorbereitet wie unsere. Wir haben Benzin, Infrastruktur und Arbeitskräfte. Wir sorgen für Sicherheit und Nahrung. Ich sehe sie noch nicht. Doch, da kommen sie. Da ist er markiert. Wollt ihr tatsächlich hoch? Ich fass es nicht. So. Okay. Wie geht's? Wie sieht's? Okay, Autorisierung erforderlich. Das kriegen wir hin. Nee, das kriegen wir nicht hin. Aber guck mal. Ach. Ah, so, zack. Kommen wir da wieder hoch? Yep. Wir sorgen für Sicherheit und Nahrung. Gemeinsam können wir die Stadt retten. Vorgang fortgesetzt. So, dann schauen wir mal. Kommen sie auch wieder von der Seite oder kommen sie diesmal von da? Von wo kommen sie diesmal? Oh ja, von da. Gegner wach, ein Ort in der Nähe. So, dann nehmen wir hier das N36 wieder. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Und auch das hätten wir erledigt. Zivilisten, die Hilfe benötigen, werden angehalten, sich im nächsten... Eintreffende Verstärkungsanforderung. Da haben wir eine Territoriumskontrolle und danach werden wir noch ein bisschen Kontrollpunkt machen. So, Delay, auf geht's. Ah,
Huch, dann bin ich irgendwas. So. Ja, dann laufen wir halt rechts rum. Rechts rum ist auch okay. So, Dröhnchen werden wir erstmal wieder einpacken, damit es... Genau. Oh, wir sind ja schon da. Ups, ups, ups. So, was mit hier? Okay. So, ich kann noch nichts entdecken. Ich kann noch niemanden sehen. Feindlicher Kontrollpunkt in der Nähe. Aber ich weiß, dass ihr da seid. Oh, du Schande. Ups. Ah. Sehr gut. Das hat ja schon mal ein bisschen gezündet hier. Oh, da oben. Ja, ich könnte natürlich versuchen. Ah, ja. Oh, da kommt einer raus. Kommen wir da hoch? Da kommen wir doch hoch. Ach, da. Registriere zusätzliche Feindkontakte. Okay. Oh. Das ist jetzt irgendwie nicht ganz so gut. Da lege ich ein bisschen ins Loch hier rein. Na, komm raus. So, erstmal wieder ein bisschen Entdeckung. Jetzt, okay. Einmal hier um den LKW rum. Dann haben wir auch nachgeladen. So, au, oh, ja, da drüben ist noch was. Okay. Ah ja, da ist noch einer. Mit Drohne. Oh, 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 oh. Ah. Das war nicht ganz so gut. Aber wir haben ihn erwischt. Und damit haben wir auch den Schlüssel. So, dann gehen wir durch dieses Tor. Okay, wo, 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 wo? Ach, da oben. Ja, da wollten wir ja sowieso hin. Und dann schauen wir mal. Gut. Da gibt es noch ein bisschen was. Umgebung gesichert. So soll das sein. Wir wollen, dass die Menschen wieder sicher leben. Sodele. Dann lassen wir uns mal schauen. Wir haben noch eine Territoriumskontrolle, die ich gerne mitnehmen würde. Aber wir können ja mal... Augenblick. So, da müssen wir hin. Zack. In die andere Richtung. War das? Kontrollpunkt entgleist. Okay. Bringt das was, wenn wir da oben sind? Ja, okay. Dann holen wir mal die Verstärkung. Die werden sowieso wieder anscheinend länger brauchen. So, die Kollegen verstecken sich da hinten ein bisschen. Dich habe ich. Dich kriege ich. Nicht gleich, aber gleich. Ah.
So, wie weit sind sie denn? 144 Meter noch bis. Sind die Jungs im Anmarsch? Ja, die lassen sich immer ein bisschen Zeit. Okay. So, kriege ich dich jetzt? Ah, jetzt macht's auch gleich Bumm, oder? Das gefällt mir. Bringt es was, wenn wir das Ding wieder dahin schmeißen? Schnappt er sich den Kollegen da? Okay, sehr gut. So, oh, da wird geschossen. Und da hinten kommen meine Jungs, okay. Dann werden wir da hingehen. So. Ach du Schande, hier hat es auch noch Ärger. Ach du Schande, da sind die im Stress, wenn ich das richtig sehe, oder? Okay, wo ist denn einer? Eins ist völlig ungeschützt. Ja, jetzt, da ist noch einer. Upsala. Upsala. Die sind überall. Gut. So, jetzt können wir mal wieder die Raketen, weil hier haben wir ja freies Schussfeld für unsere Raketen. Dachte ich zumindest. So, Blutung stillen. Ich gehe davon aus, dass ja unsere Kollegen da sind. Da kommt sie doch schon. Nee, ist sie das? Ist sie das? Ist sie das? Hilft sie mir? Hilft sie mir? Nein, sie hilft mir nicht. So, wo ist denn unser... Nee, oder? Springt er da oben rum? Ach nö. Wo ist denn Seffe und kann mir helfen? Er hier? Hat jedenfalls einen schönen Laser, einen grünen. Irgendwie wäre es super, wenn mal jemand käme. Ein bisschen geht noch. Aber der scheint halt auch gerade ein bisschen beschäftigt zu sein, habe ich so einen Eindruck. Mann, 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 aber auch das mit der Rakete, das ist aber echt auch so ein Ding. Tja, ich habe das Gefühl, da werden wir wohl jetzt gleich einen Schnitt machen müssen. So, da sind wir wieder. Und es herrscht auch ein bisschen Action. Den Kollegen nehmen wir aus dem Spiel und irgendjemand springt auch noch hinter mir rum. Also hier ist ein Buschen, ah, da hinten. Ja, hier hat überall gekämpft. Und meine Patrouillen. Ah. Sie sind auch deswegen ständig hier im Gefecht. Und nicht da, wo sie hingehören. Okay. Und ich muss unbedingt besser aufpassen mit diesen komischen Granaten. Mit diesen Raketen. Oh, 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 oh. Und nochmal rum. Oh. Ich geh schon mal rein. Bitte, ich geb ab. Um den kümmere ich mich. Brauch eine bessere Position. Davon bleibt nichts übrig. So, da hinten ist auch jemand. Er möchte auch beschäftigt werden. Und so, auf jeden Fall kann mir keiner hier in den Rücken fallen. Das ist schon mal gut. Oh, da macht aber einer echt Terror. Ja. Ein gutes Ziel. Schwer gepanzerter Feind erkannt. Ja. Den haben wir beim Absprung erwischt. Oh, schwer gepanzerter Feind. Das wird der da sein. Ja, das ist gut. Schön von hinten. Oh, der wird jetzt gleich... Feuerwerk. Der Carter. So, dann wieder eins weiter. Ah.
Oh ja, das war's nicht, aber das war's. Ah. Auch nicht. Holen wir uns die Penner. Oh, jetzt ist hier auch noch Mann. So, der andere Kollege springt immer noch da rum, der Kater. Okay. Da hinten springt noch einer. Oh, da oben sind noch zwei. Ach, okay, das sind die... Ja klar, jetzt ist die Moon alle. So. Da oben wird es ja definitiv Munition geben, so wie ich das sehe. Oh. So, da hat es auch Munition. Wo hat es jetzt noch Ärger? Wo gibt es noch Action? Ach du Schande, er hier. So, müsste jetzt... Ah, natürlich, klar, kommt jetzt der Gegenangriff. Nee, den werfen wir noch nicht. Eigentlich brauchen wir erstmal Munition. So, und da gibt es auch noch ein bisschen was, so wie ich das sehe. Nehmen wir mit. Okay. Dann gehen wir mal hier ganz hoch. Oh ja, die wollen nichts Gutes, die führen nichts Gutes im Schilde. Da seile ich mich doch lieber mal ab. Ups. Ach du Schande, ach du Schande, ach du Schande. Sofortige medizinische Hilfe erforderlich. Oh, die sind aber böse hinter mir her. Und da ist ja noch einer. Ah. Und jetzt komme ich hier nicht rüber. Ach du Schande. Das war klar. So, vielleicht kann mir jetzt mal einer helfen. Nicht, dass es hier die beste Position ist, um zu helfen. Ach, die sind aber jetzt echt überall hier. Ja, da hinten wird nämlich auch ganz schön gekämpft. Ja, da komme ich nicht hin. Ja, das wird nichts. Dann machen wir hier an der Stelle eben auch wieder einen kleinen Schnitt. So, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Wir sind wieder da. Okay, nee, da werden wir uns nicht hinsetzen. So, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, dass die Jungs hier nicht wieder hier hinter mir hochrennen. So, wo sind die denn? Das sind irgendwelche auf der rechten Seite. Sofort absetzen!
So, die sind echt hartnäckig. So, jetzt aber. Ich mach das. Da ist noch irgendwo einer. Okay, jetzt aber. Vorsicht da draußen. Ich warte auf Sie. Ich deck dich. Oh, da oben. Da oben. Oh, da oben ist ja auch einer. Oh, dann bin ich ja hier gar nicht gut. Dann gar keine gute Stellung. So. Ah, die Jungs hier mit ihren... Die machen mir echt immer Sorgen. Ah, dann springt er nicht. Ja, rüber. Oh, nee. Ah. Weg, weg, weg. Zivilisten in Not. Ja, komm, weg. Die sind aber auch hartnäckig, die Kollegen. Ah, da. Deine. So, wo ist denn jetzt wieder einer, der mir im Weg rumsteht? Werden doch diesen Kontrollpunkt noch eingenommen bekommen. Schwer gepanzerter Feind erkannt. Oh. Oh je, oh je. So. Keine Zeit, sie zu begraben. So sehe ich das auch. Wir haben echt andere Sorgen hier. So. Erfunden, Arschloch! Oh, da ist schon wieder einer irgendwo hinter mir. Oh, gleich wieder aufs MG wechseln. Na, geh aus dem Weg. Da sehe ich jetzt aber echt weder Freund noch Feind. So, um wen soll man sich denn hier als erstes kümmern? So, der gehört zu uns. Der gehört zu uns. Noch eine Granate. So. Ja, ja, der hat sich da hier... Okay. Okay, den müssen wir, glaube ich, ein bisschen ausräuchern. Der hat hier nichts verloren, der soll sich verpissen.
medizinische Hilfe erforderlich. Was sind die da? Dein Ende ist. Gut. Lass mich erwischen. Wieso ist das Magazin schon leer? Ja, das ist eine gute Frage. Dieses Gefühl kenne ich, mit leeren Magazinen hier rumzurennen. Ah, da drüben sind noch welche. Ja, da unten auf dem Beutel. So. Und da ist noch irgendwo einer da. Das war jetzt aber ein hartes Stück Arbeit, Freunde. Das war ein hartes Stück Arbeit. Die waren aber auch echt hart, die Kollegen. So, was haben wir hier noch alles? Da gibt es noch ein bisschen was. Hier gibt es noch ein bisschen was. Okay. So, da gibt es noch einiges aufzuladen hier, oder? Da werden wir mal rüberspringen. Oh ja, natürlich, das brauchen wir. Dann unser G36 mal wieder nachladen. So, Officer. Oh ja, da hat es noch ein bisschen was. Ja, wer wollte nicht in der 42. wohnen? Ich auf jeden Fall. Würde sagen, wir haben heute wieder mal ganz schön was gemacht, haben Buschen auch wieder mal den Hintern versohlt bekommen, aber das gehört nun mal halt auch ein Buschen dazu. Ich darf mich bei euch recht herzlich bedanken. Das war unser Friday Feierabend Play mal wieder, Folge Nummer 5. Und das wollen wir jetzt auch wirklich ein bisschen hoffentlich beibehalten. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, freue mich, dass ihr heute zugeschaut habt und ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß, ich auf jeden Fall. Ich sage Dankeschön und während es da hinten schon wieder knallt und macht und tut, bedanke ich mich und sage Tschüss, ciao, cheerio, bis zum nächsten Mal. Ich kriege langsam Hunger.